So, wir sind immer noch in den Kirschplantagen am Süßen See. Das Besondere an dieser Plantage ist, das habt ihr gerade schon gesehen, wir haben eine Überdachung über unsere Kirschbäume gebaut. Warum das Ganze, zeige ich euch hier. Wenn die Kirsche einen gewissen Reifegrad erreicht hat und schon fast genießbar ist, also diese Sorte hier, die muss noch ungefähr 4 bis 5 Tage hängen. In diesem Zustand reicht ein kleiner Regenschauer, damit die Kirsche komplett aufplatzt. Wenn sie einmal geplatzt ist, ist sie unverkäuflich, ungenießbar, sie fängt an zu schimmeln und steckt auch noch die anderen Früchte an. Das ist für uns natürlich ruinös, deshalb haben wir uns hier ein Kirschdach drüber gebaut. Das ist nichts anderes als ein riesengroßer Regenschirm. Das Ganze über mehrere Hektar, über mehrere 100 Meter Reihenlänge, stehen die Kirschen hier einfach wie unter einem Regenschirm, immer im Trockenen. Wir können jederzeit ernten, wenn und können genau die richtige Erntezeit, den richtigen Erntezeitpunkt, den richtigen Termin abpassen.